Tiere. Okay, der hier müsste dann auch beschleunigt werden. Um 2 hat man gesagt. Gut, dann passt das. Den hier brauchen wir nicht zu beschleunigen. Ich glaube, davon habe ich genug. Einfach auch, weil ich mir das sparen kann. Davon brauche ich ja nicht so viele. So, besser. Wie sieht's hier aus? Das sieht gut aus. Da ist ein bisschen was entstanden. Wärmetauscher, ist da alles gut? Wärmetauscher sieht auch gut aus, ja. Warte mal. Machen wir den mit Wärmetauschern fertig? Warte mal, ich war mit Wärmetauschern fertig. Warum habe ich die ja jetzt rausgenommen? Doof bin. Einfach, weil ich doof bin. Hier. Wärmetauscher machen wir fertig. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken drum zu machen. Was wir brauchen, sind Pumpen und Tanks brauche ich und ein paar Pumpen. Hier, wo sind die Pumpen? Ne, das sind. Ah, das hier sind die Pumpen. 20, ja, nehmen wir mit. Das ist erstmal bloß zum Gucken. Ich weiß nicht, das, wir brauchen wahrscheinlich viel mehr. Aber erstmal zum Gucken, wie es so ist. Ja, wenn das erste Setup steht, dann geht es alles weitere schneller. Aber es kann doch sein, dass wir mit dem Setup auch reichen, weil das genug produziert. Das werden wir jetzt gleich sehen, hoffentlich. Ach komm. Das ist doch jetzt doof. So ist gut. Hier brauchen wir nichts. In Ordnung. Der hier. Ach, ich habe hier auch noch gerne die Pumpen gesetzt. Was ist denn da los? Ich die vergessen hatte, ne? Hä? Wie jetzt? Setz die Pumpe dahin, du! Geht doch. Setz die Pumpe dahin, wollte ich sagen. Los. Wo ist der Landfill? Hier Waterfill. Da. Ja, mal die Bäume wegreißen. Okay, nächstes Waterfill. Ist hier die richtige Höhe? Ich glaube schon, ne? Bestimmt. Ist bestimmt richtig. Richtig gut. Ach, weil ich im Weg stand. Deswegen ging das nicht. Ja, ja. Ganz klar. Der hat halt so ein Riesenfeld, was man gar nicht denkt. Also was ich gar nicht denke. So. Das passt, das passt. Okay. Hervorragend. Wieso hast du keinen Strom? Kollege, hier. Gönn dir mal ein bisschen was. Was Schönes. Oh, werden auch nicht für die Pumpen und Co. gebraucht. Okay. Nein, weil du keine Pumpen hattest. Ah, okay. Keine Pumpe. Da geht mir gleich die Pumpe. Was ist denn das hier eigentlich? Wie mache ich denn das jetzt hier am dümmsten? Bis wohin muss ich überhaupt? Hier runter. Das hier muss alles aus dem Weg geräumt werden. Das ist nämlich in... Oh. Aber nicht die Pumpen da oben. Ja, hier ist frisch verlegt. Das geht einfach nicht. Kann nicht laufen dabei. Doch, wenn ich Exoskelett ausmache, kann ich. So einfach geht das. Mach doch einfach das Exoskelett aus, Büro. Das hier reiße ich mal kurz weg. Weil das ich gleich woanders hin muss. So, wunderbar. Und jetzt können wir uns überlegen, wo der hier hinkommt wieder. Braucht man gar nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wofür der da war. Ah, der ist jetzt hier jetzt nicht nötig. Aber gut, dann sind wir ein Ollos geworden. Das ist auch immer ganz gut. Einfach mal überflüssiges loswerden. Ist wie beim Abnehmen, ne? Einfach mal überflüssiges loswerden. Das hat man ja immer ganz gerne. Ah, das ist nicht genug, ne? Einfach nicht genug. Ja, wir können jetzt mal hier oben weitermachen. Also, wie habe ich das hier drüben gemacht? Das ging dann direkt in eine Reihe Tanks rein. Direkt. Mit Direktanschluss. Also können wir jetzt hier erstmal einen Direktanschluss legen. 1, 2, 3, 4, 5.
Was ist hier los? 6, 7, 8 und 9. Okay. Und dann natürlich die Tanks noch dran. Wie hatte ich die gelegt? Ganz verrückt, ne? Den hier hatte ich eh verschoben. Ach, die hatte ich teilweise komplett verschoben. Muss ich aber nicht unbedingt, wenn ich mir das hier so überlege. Kann ich die drehen? Ja, drehen kann man die. Das, ne? Dann ist doch alles gut. Jetzt sei der nächste hier. Dann ist der nächste da drüben eigentlich. Und den kann ich sogar problemlos verschieben. Wenn ich mir das angucke. Kommt der nämlich einfach hier hin. Hier kommt nochmal ein extra Rohr hin und schwupp. Ist der dran? Okay, hier hätten wir jetzt gerne noch einen gehabt. Das ist nicht verbunden. Das ist aber verbunden. Ja, und hier haben wir jetzt ein Problem. Den könnte ich nicht verschieben, theoretisch. Können wir bloß so machen. Oh, das ist aber ganz gut. Guck mal. Das ist ja gar nicht so schlecht. Dann sind es im Endeffekt weniger Tanks, aber das macht nichts. Zumindest nicht direkt sofort irgendwas. Das können ja einfach bloß auch in der ersten Reihe weniger Tanks sein. Das wäre ja auch in Ordnung. Kann hier mal nicht so viel im Weg rum sein. Meine Güte. Soll denn das hier werden mit euch? Ich wäre hier noch blädede. So. Das blädede. Was ist denn das? Der ganze Zeug hier im Weg immer. Der hier ist immer verschoben. Nach unten. Das ist schon der nächste im Weg. So, er kommt hier rüber. Hier kommt ein Anschluss hin. Dann passt das soweit. Die Frage, was wir hier mitmachen. Ich weiß es noch nicht. Aber. Soweit ist schon mal nicht schlecht. Was wir hier mal machen müssten, ist mit ein bisschen. Bisschen Landfill hier die Laden hier dicht machen. So, damit wir hier den Platz haben, um uns zu entfalten. Freie Entfaltung. Nee, weil du keine Pumpen hattest. So, gut. Wie geht's weiter? Am dümmsten. Ach komm, dieser ganze Rotz hier, das rächt mich alles auf. Dass so viel Unsinn im Weg ist, ist nicht cool. Machen wir den ganzen Unsinn hier bitte weg. Brauche jetzt aber hier freien Platz, um mich zu entfalten. Kann ja nicht sein, dass man hier so eingeengt ist. Operation Hambacher Forst starten. Der Winter ist hart, ja, und der Winter naht auch. In diesem Falle. So, hier. Machen wir eine Pumpe hin. Und dann machen wir da einfach einen Platz für Rohre. Ja, einen Platz für Rohre. Das ärgert mich alles so ein bisschen hier. Ist auch nicht so schlimm. So, und dann kommt er hier wieder hin. So, ich stehe mir selber am Weg. Ist auch immer schön. Und jetzt können wir hier eine. Denn das. Büro. Reise dich zusammen. Drück hier die ganze Zeit irgendwie immer daneben. Aus Versehen. Der ist wieder verrückt. So sieht es jetzt schon mal ganz gut aus. So, wunderbar, wollte ich gesagt haben. Soweit, so Knut. Wie viele Reihen hatte ich gemacht? 3 Reihen. 3 Reihen Speicher ist in Ordnung. Machen wir jetzt hier auch wieder. Machen wir eine Pumphilfe. Und die dritte Reihe. Und wie breit das werden muss, das sehe ich mir dann gleich nochmal an. Das weiß ich nämlich jetzt noch nicht. Kann auch sein, dass mir das hier reicht. Mal sehen. Aber wahrscheinlich reicht es mir nicht, denn wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach viel mehr. Ja, richtig viel.
Und wenn es dann noch zu wenig ist, dann brauchen wir einfach noch mal ein bisschen mehr. Im Zweifel einfach mehr haben. Ein nuklearer Winter. Da du schon einen schönen Raketenwerfer hast. Ja, aber dann kommt der Winter nicht zu uns. Den nuklearen Winter, den schießen wir zu den anderen, ist ja ganz klar, ne? Wir brauchen mehr. So sieht's aus. So und nicht anders. So. Jetzt müssen wir hier mal sehen, wie wir das hier gerne gehabt hätten. Hall. Also, weil ich das. Man kann das so verbinden, dass das hässlich aussieht. Das ist interessant und nervig in einem, ne? Passt. Das passt auch. Auch hier, direkt Anschluss. Gucken wir mal. Sandraum. Hier auch. Ja, perfekt. Gut. Direktanschluss immer toll. Warum ist hier schon Dampf auf dem Rohr drauf? Und warum hier nicht? Tja. Das ist verrückt. Verrückt und des Wahnsinns. Und wir müssen dann eh nochmal hier überall eine ordentliche Stromversorgung gewährleisten. Das wird auch nochmal interessant werden. Jetzt, naja, jetzt fällt es eher schon mal an den Pumpen. Okay, aber wir können jetzt schon mal anfangen mit dem ganzen Setup hier. Wie viele davon habe ich eigentlich nebeneinander? Sehe ich das irgendwo? Hier könnte ich es mal mir angucken. Lösche das Ding hier mal bitte. Das sind 18 nebeneinander. Alter, was ist die für ein. Die haben ja ein richtiges Pfeifen gekriegt. Nichts wie weg. Das Pfeifen ist ja nervig. 18. 18 von den Teilen nebeneinander. Die sind doch direkt nebeneinander, oder? Sind die direkt nebeneinander? Die Pfeifen. Die ist nicht vor lauter Dampf. nee. Habe ich eh einen Platz dazwischen gelassen, immer. Warum habe ich eh einen Platz dazwischen gelassen? Kann mir das mal jemand erzählen? Einfach damit es mehr Platz wegnimmt, oder wie? Weil ich bräuchte ja theoretisch bloß zwischen jedem zweiten einen Platz zu lassen. Theoretisch. Welchen Sinn hatte das, dass ich da immer einen Platz zwischen gelassen habe? Und wo sind die Dinger jetzt? Hier. So, die nächste Sache ist. Wir brauchen die Pumpe plus 1 wieder. Pumpe plus 1. Ist hier das Maß der Dinge? Gibt's da ne? Okay, so soll das sein. Ja, genau, das passt. Okay, das ist Pumpe plus 1. Was unser Maß ist. Und dann kommen die Dinger. Direktanschluss. Der zweite direkt daneben. Genau, dann. Warum ist hier so viel Zeug wieder am Weg? Inner frei. Reicht das? Reicht uns inner? Ja, ja. Müsste eigentlich. Selbe Höhe. Aber inner frei. Das passt nämlich. Dann kann hier nämlich der Strom dazwischen. Achso, ja, das geht hier nicht. Aber hier geht es. Hier geht Strom lang. Und hier dann auch. Selbe hier. Ja, aber anders. Nämlich so hier. So ungefähr. Not quite, but right. Oh Mann. Ja, ich muss das Exoskelett ausmachen. Und lauf! In Ordnung, muss wahrscheinlich noch länger werden, weil wir ja gesagt haben, 18 Stück brauchen wir. Wir haben jetzt, ja, der Anschluss hier ist wieder komisch. Soll ich doch 3 Platz lassen, einfach nur damit der Anschluss passt? Ich habe eh 2 Platz gelassen, sehe ich gerade, ne? Dann müsste hier sein, okay. Der nächste passend.
Dann Platz lassen. Hier ist wieder Forrest. Was macht Forrest hier? Warum will Forrest mich immer ärgern? Forrest, verziehe dich. Niemand mag dich. Ja, das Ding kann auch weg. Beziehungsweise kann ich mal ändern. Nur Bäume, bitte. Dankeschön. So, ja, mach deinen Laden. Nix wie weg. Dem Geschissel. Huch, was wollen sie denn jetzt von mir? Ach so, wenn ich wieder in... bin wieder im Logistikbereich. Dann sind sie alle scharf auf mich. Was ich auch immer ganz nett ist. Mag man, ja. So. Dann hier. Hier. Wir wissen nicht, bei wie vielen ich bin, weil ich eine mitzähle. Das ist sehr schlau. Da habe ich einfach keine Worte für. Zähle aber gleich mit. Ich weiß, dass es mehr sein müssen, als das, was ich jetzt hier gerade mache. Wie viele haben wir? 16. Okay, also 2 noch. Dann geht's ja. Das ist ja dann fast schon passend gewesen. 2 noch. Ja, das ist der eine ist dann hier und der andere ist da. Und dann war's das. Okay. Also die hier unten dran pappen. Aber so, dass das hier mit den Pumpen auch passt. Wo ich keine mehr von hab. Also sollten wir erstmal Pumpen holen gehen. Genauso wie hier die Wärmeleiter, die brauchen wir auch. Es ist Forrest. Forrest Gump. Strom, Pyro, Strom. Weil ein paar AKWs schon gelaufen sind. Strom, Pyro, ne? Sind wir bei. Nix geht über Strom. Hier, gib mir mal Wärmeleiter. Dann hätte ich gerne noch eine Pumpe gehabt. Wo hatte ich denn jetzt die Pumpe? Hier oben, oder? Da ist Pumpe, genau. Oh ja, gib mir mal alle. Wieso habe ich so viele Pumpen in der Hosentasche? Braucht doch kein Mensch, ne? Okay, die Dinger... brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal welche. Und damit geht's los. Und weiter. Attacke. 7 Zuschauer. Das finde ich gut. Was mich übrigens auch daran erinnert, dass ich Werbung machen muss. Ich entschuldige mich schon mal, aber bis gleich. Ich muss mir ja mal was zu essen leisten können. So. Ja, wir machen. Dann trinke ich natürlich kurz meinen Tee, solange wie Werbepause ist. Sonst ist das unfair. Und hier ist wirklich kein Glas drin. Kein Glassplitter, das ist schon mal gut. Könnte schon weiterarbeiten, aber manche kriegen in der Zeit Werbung und für die ist es dann unfair, wenn ich in der Zeit irgendwas Interessantes mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant ist, was ich hier tue, aber so rein theoretisch wäre es besser, wenn ich da nichts mache. Einfach damit das fair ist, denen gegenüber, die Werbung gekriegt haben. Daher verzichte ich dann nämlich immer darauf, irgendwas Interessantes zu tun, außer am Tee zu nuckeln. Was auch den angenehmen Nebeneffekt hat, dass ich dran denke, dass ich was trinken sollte. Also von daher ist es jetzt ohne so schlecht. Oh nein, uninteressante Arbeit, weiterzuarbeiten. Ja, ich weiß ohne, warum ihr hier seid. Als ob hier irgendwas Interessantes passieren würde. Ganz ehrlich, ich weiß ohne, was ihr hier macht. Was ist denn mit dem los? Ja, aber der sagt unzureichend Strom.
ist hier ist nie verbunden worden. Och ne. Ja, das ist alles nie verbunden, weil er doof ist. Warte mal, doch, das hat alles verbunden. Hier habe ich doppelt gehoppelt. Nur da war nicht verbunden. Hier ist jetzt nämlich... Das sieht gut aus, genau, das ist alles richtig. Hier einer rein. Hier einer rein. Da einer rein. Da einer rein. Hier kommt einer rein. Da kommt einer rein. Und hier kommt einer rein. Und dann ist das schön so. Sehr gut, so sieht's aus. Büro, du solltest die linken Pumpen weiter links setzen. Sonst arbeiten die linken Turbinen nicht. Ich kann die linken Pumpen nicht weiter links setzen, weil sonst hier der Anschluss nicht passt. Und ja, das ist mir klar, dass das hier vielleicht nicht passt. Dann müsste man eventuell hier nochmal einen rausmachen und hier anschließen. Das gucken wir uns aber erst an, wenn es soweit ist. Ne, wenn das dann läuft, dann sehen wir, ob das nötig ist oder nicht. Bis dahin können wir ja warten. Es kann sein, dass das ganze Setup hier eh totaler Overkill ist und eigentlich eh nicht so viel brauchen, aber auch das werden wir dann erst sehen, wenn wir es soweit fertig haben. So. Wie viele hintereinander von den Dingern? Sind gar nicht so viele, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind bloß 5 hintereinander. Mal hier ist nicht verbunden. Das sind echt bloß 5. Okay. 5 for that matter. 2. 3. 4. Dann weiß ich, bis wohin ich hier sauber machen muss. Nämlich bis hier hoch. Und 5. Sehr schön. Theoretisch müsste das alles klappen, da die Pumpen ja auch stärker sind. So, hier alles weg. Den ganzen Geschissel-Manissel. Hier auch bitte weg. Alles weg. Und dann können wir das Ganze einfach kopieren. Dann wird es hübsch. Hübsch und gleichmäßig. Also den hier noch kopieren. 1, 2, 3, 4. Das passt. Und jetzt das Strom setzen. Dazu könnten wir das hier mal wegreißen. Sonst ist es vielleicht dann gleich im Weg. Und das wäre schade. Okay, wir müssen jetzt die hier richtig setzen. Zum einen mal, der kommt hier hin. Und der hier hin. Dann aber ins Tiefer, damit das mal passt. Speichere Karte. Strom verlegen und Copy-Paste. Jo, so ist die Idee. So ist die Idee. Das reicht. Okay. Selber hier unten. Bop, 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 bop. Hammer. Hammer. Das ist ja der Hammer. Kopieren wir das. Und jetzt können wir den ganzen Hammer hier hinsetzen. Da wird gehammert. Hier wird gehammert. Das ist Hammer. Mega. Super. Episch. Krass. Alter. So. Wunder, wunderschön. Das Ganze hier mit Strom verbunden natürlich nicht. Hier haben wir einen doppelt gehoppelten. Ich weiß nicht, wen davon ich immer wegknacken kann, aber ich glaube, passt so. Wie ich das jetzt hier gerade tue. Okay, soweit ist gut. Jetzt fehlt hier unten noch der Strom. Das passt. Dann hätten wir gerne hier noch Strom gehabt. So. Schon sagen, jetzt müsste hier Strom da sein, ist aber nicht. Weil wieder irgendwas im Weg war. Die sagen alles ist rot. Das ist in Ordnung. Okay, jetzt er hier. Hop, 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 hop. Das sieht fast in Ordnung aus. Sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt hier die Kupferleitung noch legen.
Ach ja, wo wir wieder unseren Exoskelettfreund ausmachen können, damit das hier passt. Bup, 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 bup. Das passt. Hier ist die Länge noch nie gegeben. Oh, ich hoffe, ich habe genug. Aber ansonsten laufen wir halt nochmal ein letztes Mal los und holen, was wir brauchen. Ich glaube, das reicht nämlich hier noch nie ganz. Aber dann hätten wir endlich wieder genug Strom. Hallo. Danke. Er baut. Er baut doch. Ist alles nicht so einfach hier. Ich weiß nicht, ob ich noch genug habe. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ich muss ja sagen, Corona ist schon eine ganz tolle Sache. Also, verrückt so ein bisschen, ne? Ach nee, komm, jetzt reichen die letzten drei Dinger, nicht? So, für mich gibt es jetzt erstmal keine große Veränderung. Das liegt einfach daran. Doch. Aber das fällt mir nicht so auf, weil es eh neu gewesen wäre. Nämlich, dass die Uni ist ausgesetzt. Die Präsenzveranstaltungen an der Uni sind ausgesetzt. Das ist jetzt für mich nicht so. Ja, keine große Sache, weil ich da eh neu anfange. Und ob es jetzt ohne Präsenzveranstaltungen neu ist oder mit Präsenzveranstaltungen neu, ist neu. Deswegen empfindet man das jetzt nicht so, als wäre das ein Einschnitt. Was ganz cool ist, ja, von daher, für mich hat sich nichts geändert. Das Einzige ist, dass man darüber lachen konnte, dass das Klopapier daraus verkauft war. Das war ganz lustig. Aber ansonsten, ja. Verfolge das so ein bisschen, wie sich so die Fallzahlen so entwickeln. Von daher, ja, wir können uns quasi darauf einstellen, dass wir es alle mal kriegen werden. Früher oder später. Aber, naja. Für die meisten Leute ist es ja bloß ein leichter Schnupfen, von daher. Wird schon gehen. So, was wollte ich jetzt geholt haben? Ja, davon haben welche gefehlt, ne? Und dann können wir den Spaß hier mal anschreiben. Gab's denn für euch irgendwie große Sachen, große Veränderungen? Irgendwas Tiefgreifendes? Bei mir ist es ja, wie gesagt, alles ganz entspannt. Ich meine, was sich auch noch geändert hat, ist, dass meine Frau daheim ist. Weil sie halt die Schulen zugemacht haben. Aber, ja, das ist jetzt auch nicht so ungewohnt. Das ist auf jeden Fall auch nichts Schlimmes. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal an den Laden. Ach, lass mich durch. So, wie machen wir den Laden an? Indem wir ihm hier einfach mal einen Verbrauchten geben. So, der Verbrauchte geht raus. Und nichts passiert. Warum geht das nicht? Ach, weil wir nicht genug Strom haben. Weil wir nicht genug Strom haben, geht das hier nicht. Ja, ist in Ordnung. Okay. Das hatte ich ganz vergessen. Die Kombinatoren funktionieren nie richtig, wenn nie genug Strom da ist. Deswegen machen wir das jetzt gerade mal händisch. Aber eigentlich. Ach nee, wegen dem hier. Ja, stimmt. Den muss ich noch anschließen. Fällt mir gerade ein. Das stimmt. Dann machen wir das mal. Den jetzt hier anschließen. Dazu müssen wir den jetzt hier erstmal hier durchlegen. Bup, bup. Dann hier hin. Und dann müssen wir mal gucken. Grün. Und grüne Kabel habe ich ein paar. Die gehen schon mal von Ding zu Ding, was schon ganz gut ist. Okay. Oh, die reichen bis darüber auch. Das ist sehr gut. Dann kann ich die hier alle durch anschließen. Das ist sehr schön. Ich muss gleich noch mal ein paar grüne Kabel kaufen. Bauen. Kaufen. Ja, ich kaufe ein E. Was ist denn jetzt hier los? Das Menü, du. Noch ungewohnt, ne? Noch ungewohnt.
Aber mit der Zeit wird das auch. So, hübsch, hübsch, hübsch. Hübscher. Das bin ich.